Hallo und herzlich willkommen zum Lehrfilm über den Aufbau eines Lichtmikroskops. In der Materialforschung und Werkstofftechnik werden oft Oberflächenstrukturen von Materialien oder der innere Aufbau, das Gefüge, genau betrachtet. Dabei sollen auch Details untersucht werden, die so klein sind, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Genau für eine solche Gefügeanalyse von Werkstoffen eignet sich ein Lichtmikroskop. Die Vergrößerung eines Mikroskops beruht auf der Lichtbrechung. Trifft ein Lichtstrahl auf die Grenze zwischen zwei Medien, zum Beispiel Luft und Wasser oder Luft und Glas, dann wird er abgelenkt. Die Lichtbrechung wird mit Hilfe von Linsen gezielt zur Vergrößerung von Objekten ausgenutzt. Wenn man ein Objekt mit bloßem Auge betrachtet, ist der Winkel, unter dem es erscheint, das Maß für seine Größe. Er bestimmt auch die Auflösung des Bildes, also letztendlich, wie viele Details dargestellt werden können. Wird eine Linse zwischen Objekt und Auge geschoben, dann scheint es für das Auge, als sähe es ein wesentlich größeres Objekt. Der Winkel, unter dem es erscheint, ist größer. So bewirkt eine Linse eine Vergrößerung des Objekts. In einem Lichtmikroskop ist eine ganze Reihe von Linsen hintereinander geschaltet, um ein stark vergrößertes, möglichst scharfes und unverzerrtes Bild zu erhalten. Dies ist ein modernes Lichtmikroskop. Wir fangen am besten ganz unten an. Das erste ist der Fuß. Er sorgt für die Stabilität und ist ziemlich schwer, weil er aus einer Metallplatte besteht. Der Ständer wird Stativ genannt. Darin sind alle wichtigen Bestandteile des Mikroskops angebracht. Am oberen Ende des Stativs befindet sich der Tubusträger, an dem der Tubus befestigt ist. Der Tubus ist in der Regel schräg auf dem Stativ befestigt, um eine angenehmere Körperhaltung bei der Beobachtung des zu untersuchenden Objektes zu ermöglichen. Je länger er ist, desto stärker ist die Vergrößerung. Das Okular befindet sich am oberen Ende des Tubus. Hier muss hineingeschaut werden, um das vergrößerte Objekt zu sehen. Im Okular befinden sich außerdem eine oder mehrere Linsen, die das Bild zusätzlich vergrößern, meistens 10-fach, 15-fach und 20-fach oder sogar mehr, je nach Mikroskop und Anwendungsbereich, in dem es zum Einsatz kommt. Am Stativ ist ebenfalls der Objekttisch befestigt. Die Höhe des Objekttisches ist mit zwei Rädern, dem Grobtrieb und dem Feintrieb, verstellbar. Damit wird das Bild scharf gestellt. Auf den Objekttisch wird die Probe, die in der Regel in Kunstharz eingegossen ist, oder der Objektträger gelegt. Der Objektträger besteht aus einer dünnen Glasplatte, auf der das Objekt liegt, das man untersuchen möchte. Damit dieser auf dem Objekttisch nicht verrutscht, wird der Objektträger mit zwei Klemmen aus Metall fixiert. Sobald die Probe auf dem Objekttisch platziert ist, wird sie nicht mehr mit der Hand verschoben. Stattdessen kann der Objekttisch in X- und Y-Richtung mit Zentrierschrauben verfahren werden. Um aber etwas im Mikroskop erkennen zu können, muss die Probe beleuchtet werden. Hierzu befindet sich auf dem Fuß eine Lichtquelle. In einfachen Mikroskopen kann dies ein Spiegel sein, mit dem man das Tageslicht auf das Objekt wirft. In der Werkstofftechnik wird mit einer elektrischen Lampe beleuchtet. Zwischen Objekttisch und Lichtquelle befindet sich der Kondensator. Er ist am Objekttisch von unten befestigt und wirkt wie eine Blende. Somit kann der Lichteinfall reguliert werden. Um das zu untersuchende Werkstück geeignet vergrößern zu können, werden Objektive benötigt. Ein Objektiv besteht aus mehreren Linsen, die zentrale Linsen heißen. Es hat die Aufgabe, die erste Stufe der optischen Vergrößerung zu erzeugen. Das Objektiv ist mit dem Okular durch den Tubus verbunden und zusammen sorgen sie für die gesamte Vergrößerung eines Mikroskops. Das Objektiv erzeugt zuerst ein sogenanntes Zwischenbild, das danach noch einmal durch das Okular vergrößert wird. Bei den meisten Mikroskopen sind verschiedene Objektive vorhanden mit jeweils verschiedenen Vergrößerungen. In guten Mikroskopen sind dies 2,5-fache, 5-fache, 10-fache, 20-fache, 50-fache und 100-fache Vergrößerung. Die verschiedenen Objektive sind in einem Objektivrevolver zusammengefasst. Durch Drehen kann man damit leicht von einem Objektiv zum anderen wechseln. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops ergibt sich aus der Multiplikation von Okular- und Objektivvergrößerung. Zum Beispiel wäre dies bei einem Okular mit 10-facher und einem Objektiv mit 50-facher Vergrößerung insgesamt eine 500-fache Vergrößerung. Die gängige maximale Gesamtvergrößerung eines Lichtmikroskops ist in der Regel 1000. Bei 500-facher Vergrößerung kann schon ein sehr gutes Bild, zum Beispiel eines Stahlgefüges, erzeugt werden. Zum Scharfstellen der Probe muss diese bzw. der Objekttisch vertikal nach oben oder unten verschoben werden. Diese Z-Achseneinstellung ist von der jeweiligen Vergrößerung abhängig. Je größer dabei die Objektivvergrößerung gewählt wird,
Umso näher muss der objektisch mit der Probe an das ausgewählte Objektiv herangefahren werden. Wie schon erwähnt, gibt es hierzu seitlich große Räder, einen Grobtrieb und einen Feintrieb. Der Grobtrieb verfährt in großen Schritten und dient dazu, die Ebene der größten Tiefenschärfe der Probe aufzufinden. Mit dem Feintrieb, der nur kleine Z-Achsenänderungen ermöglicht, wird die Probe dann endgültig scharf gestellt. Grob- und Feintrieb können mit der Hand, aber auch oft schon mit Elektromotoren betrieben werden. Bei der Arbeit mit dem Mikroskop wird immer mit der kleinsten Vergrößerung angefangen. Nur so ist es möglich, die Probe überhaupt in das Gesichtsfeld zu stellen. Fängt man mit zu hohen Vergrößerungen an, dann reicht schon eine kleine Grobtriebbewegung und die Ebene, in der die Probe scharf erscheint, wird überfahren. Man findet die Probe dann einfach nicht mehr. Wurde von der Probe bei kleinen Vergrößerungen ein scharfes, gut ausgeleuchtetes Bild erstellt, dann kann das nächstgrößere Objektiv durch Drehen des Objektivrevolvers einfach über der Probe positioniert und das Bild der Probe erneut scharf gestellt werden. Dies wird bis zur gewünschten Vergrößerung wiederholt. Weil immer nur eine Person gleichzeitig durch das Okular schauen kann, ist meistens ein Rechner mit Datenbank und Digitalkamera an das Mikroskop angeschlossen. So kann das vergrößerte Bild direkt am Bildschirm betrachtet, ausgeleuchtet, scharf gestellt, bearbeitet, ausgemessen und abgespeichert werden. Wir fassen noch einmal zusammen. Ein Lichtmikroskop wird zur Vergrößerung eines Objekts genutzt, das man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Diese Vergrößerung erfolgt mit Hilfe mehrerer Linsen, wobei die Lichtbrechung ausgenutzt wird. Das von einer Lichtquelle erzeugte Licht wird hierfür durch einen Kondensator verstärkt. Mit Hilfe von Linsen werden die Lichtstrahlen gebrochen, sodass ein optisch vergrößertes reelles Zwischenbild entsteht. Dieses reelle Zwischenbild des Objektivs wird dann mit Hilfe des Okulars, das wie eine Lupe wirkt, zu einem virtuellen Zwischenbild vergrößert. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops ergibt sich aus der Multiplikation von Okular- und Objektivvergrößerung. Bei den meisten Mikroskopen sind verschiedene Objektive zu einem Objektivrevolver zusammengefasst. Durch Drehen kann man damit leicht von einem Objektiv zum anderen wechseln. Die Tiefenschärfe wird durch Heben und Senken des Objektivs erreicht, auf dem die Probe liegt. Für große Verfahrschritte wird der Grobtrieb, für die feine Scharfstellung der Feintrieb verwendet. Die gängige maximale Gesamtvergrößerung eines Lichtmikroskops ist in der Regel 1000. Heute sind Lichtmikroskope meist direkt an einen Computer angeschlossen, auf dem die Bilder gespeichert und weiterverarbeitet werden können.